Also grüß euch alle miteinander. Es freut mich, dass heute wieder so wahnsinnig viele Leute gekommen sind. Wir haben es vorher mal überschlägig gezählt. Also wir gehen davon aus, dass auf alle Fälle 300 Leute da sind. Und das ist ganz eine tolle Geschichte. Ich möchte am Anfang auch noch jemanden begrüßen, und zwar ist es wahrscheinlich diejenige Frau, die am allerweitesten gefahren ist, um an dieser Mannwache teilzunehmen. Das ist die Evi Schachtel, die mit mir in die Schule gegangen ist. Die kommt aus Massachusetts direkt zu unserer Mannwache. Evi, dein Applaus. Und die hat mir eine ganz interessante Geschichte erzählt, die sage ich jetzt bloß noch am Anfang. Weil in den USA gibt es ja auch jede Menge Atomkraftwerke, und die sind auch alle schon sehr alt und relativ baufällig. Und man glaubt es nicht, was da passiert ist. Da ist vor ein paar Jahren ein Kühlturm eingestürzt, weil die Holzkonstruktion morsch geworden ist. Das kann man wirklich nicht glauben, aber es ist tatsächlich so. Und da wird auch da drüben gelogen und betrogen, was das Zeug hält. Da hat die Betreiberfirma eigentlich die Betriebserlaubnis verloren gehabt. Und haben sie aber jetzt halt wieder genehmigt gekriegt, obwohl sie ein Tritiumleck haben, obwohl sie Leitungen unterirdisch verlegt haben, wo das Tritium rauströpfelt, und trotzdem dürfen die weiter das Atomkraftwerk betreiben und einen Holzkühlturm wieder neu hinstellen. Also es ist unglaublich, das können wir gar nicht fassen. Aber jetzt eigentlich zu meinem eigentlichen Thema, liebe Freundinnen und Freunde der erneuerbaren Energien. Es gibt nämlich auch eine andere Seite der Medaille. Heute finden bundesweit in 190 Städten Mahnwachen statt. Also das ist grandios. Tausende Menschen gehen wieder auf die Straße, um auf das Unglück von Fukushima zu erinnern. Ich mache alles, was du sagst. In Japan hält die Regierung trotz dieser Katastrophe immer noch an der Atomenergie fest. Also ich finde, das klingt nicht gut. Passt das für euch? Ja, okay. Also wir können das gar nicht verstehen, weil in Deutschland ist ja was anderes passiert. In Deutschland hat dieser GAU zu einem großen Umdenken in der Politik geführt. Ich weiß nicht wieso, vielleicht war es tatsächlich die späte Einsicht, dass Atomenergie gefährlich ist. Es kann aber auch sein, dass die Kanzlerin nur gemerkt hat, dass man mit dem Festhalten an der Atomenergie auch Wahlen verlieren kann. Und zwar sakrisch. Aber für uns ist es auf alle Fälle wichtig, dass jetzt der Umstieg auf die erneuerbaren Energien gelingt. Aber da haben wir zurzeit massive Zweifel. Wir erleben ja schon seit Monaten eine massive Kampagne der Stromkonzerne, das EEG kaputt zu machen. Habt ihr bestimmt mitgekriegt. Und mit den Stromkonzernen schreien noch ein paar andere Politiker ganz laut. Da nenne ich jetzt einmal ein paar Namen. Zu denen gehören zum Beispiel die Herren Rösler, Brüderle oder Zeil. Da gehören aber auch dazu... Da gehört aber auch dazu ein Herr Altmaier und seine Chefin, die Frau Merkel, obwohl die natürlich einen Altmaier vorschirbt. Und dann wollen wir auch den Herrn Oettinger in Brüssel nicht vergessen, der gleich für ganz Europa sein Unwesen treibt. Es ist ja keine Frage, die Umstellung der Energieversorgung auf Erneuerbare ist eine Herkulesaufgabe. Niemand hat behauptet, dass das einfach wird. Und es hat auch niemand behauptet, dass das zum Nulltarif gehen wird. Aber der Altmaier hat jetzt eine Zahl ins Spiel gebracht, nämlich es würde 1 Billion Euro kosten. Das sind ja bloß 1000 Milliarden. Und da muss man sagen, diese Zahl ist eine Lüge, diese Zahl ist falsch. Er hat da in diese Zahl alles reingerechnet, was ihm gerade eingefallen ist. Zum Beispiel die Kosten für die Gebäudesanierung hat er mit reingerechnet, die Elektromobilität hat er reingerechnet, Netzumbau, alles, was man sowieso machen müsste, und dann ist er auf 1 Billion Euro gekommen. Das sieht man aber, wenn er solche Zahlen ins Spiel bringt, dass er sich damit selber entlarvt hat, weil es geht ihm gar nicht um nachprüfbare Fakten, sondern es geht ihm um den großen Wurf. Das EEG, das muss fallen, damit wieder die Richtigen das große Geld scheffeln, nämlich die Energiekonzerne. Sauerei. Übrigens, die jammern ja jetzt furchtbar, dass sie nicht mehr so viel Gewinne machen. Wisst ihr eigentlich, wie hoch die Gewinne von E.ON und RWE im Jahr 2012 ausfallen werden? Oder ausgefallen sind? 19 Milliarden Euro. Traurig, gell? Also das ist aber anscheinend immer noch nicht genug. Und wenn man schaut, was der Altmaier macht, der wird immer mehr zum Saboteur der Energiewende. Und es bleibt nur noch eine Frage der Zeit, weil man befürchten muss, dass diese Bundesregierung eine Laufzeitverlängerung wieder fordern wird.
Aber liebe Leute, das darf nicht passieren. Ich bin davon überzeugt und ich glaube ihr auch, die Menschen in Deutschland wollen immer zurück zu der Atomenergie. Tausende, Zehntausende haben selber bereits in Erneuerbare investiert, ob auf dem eigenen Dach oder in der Bürgerenergiegenossenschaft, die jetzt auch bei uns wird die Schwammerl aus dem Boden wachsen. Ich finde das eine tolle Geschichte. Und trotz aller Bemühungen, den Zubau zu drosseln von Seiten der Regierung, investieren die Bürger unverdrossen weiter. Die lassen sie es einfach nicht mehr nehmen. Heute haben wir bereits 25% des Energieverbrauchs durch Erneuerbare gedeckt. Fast 500.000 Arbeitsplätze sind dadurch entstanden. Das ist doch eine einzige Erfolgsgeschichte, die auch durch euer Engagement zustande gebracht worden ist. Kann man einmal stolz drauf sein. Aber man kann ja nicht sagen, dass die Bundesregierung untätig gewesen ist. Sie hat ja wirklich alles versucht, um die Kosten für den Strom auf die kleinen Verbraucher und aufs Handwerk umzuwälzen. Tausende Großverbraucher sind von der EEG-Umlage und von den Netzentgelten befreit worden. Handwerker und Mittelstand bezahlen für die Privilegien von den anderen. Und wenn der sich dann noch an der Strombörse in Leipzig mit Strom versorgen kann, weil es nämlich ein Großverbraucher ist, dann profitiert er ein zweites Mal. Denn die Erneuerbaren, die senken die Großhandelspreise enorm. Weil langfristig, bin ich mir sicher, wird der Strom in Deutschland immer billiger werden. Denn die Sonne und der Wind schicken keine Rechnung. Und wenn wir gerade beim Geld sind, richtig viel Geld hat uns nämlich die Atomenergie gekostet. Der Herr Buchner hat es ja vorher schon angesprochen, die deutschen Subventionen in die Atomenergie wären auf 200 Milliarden Euro geschätzt. Die nächsten 10 Jahre kommen aber nochmal 100 Milliarden dazu. Und obwohl es diese Technik seit 50 Jahren gibt und da hinten steht ja eines dieser ersten Werke, also es gibt schon so lange, also von Anschubfinanzierung kann da eigentlich keine Rede mehr sein, trotzdem ist es bis heute weltweit nicht möglich, ein Atomkraftwerk ohne staatliche Subventionen zu bauen. Das kann auch nicht sein, dass man nach 50 Jahren das immer noch so subventionieren muss. Das war von Haus aus ein Fehlgriff und das wissen wir inzwischen auch. Und die Atomkraftwerke werden immer teurer, die Kosten schießen in die Höhe. In Temelin zum Beispiel redet man ja schon länger davon, dass man dieses Atomkraftwerk wieder ausbauen möchte. Jetzt haben sie allerdings Zweifel, weil sie sich eventuell gar nicht rechnet, weil sie ihren Strom nicht mehr verkaufen können. Und das deswegen, weil der erneuerbare Strom aus Deutschland denen die ganzen Preise kaputt macht. Aber sind doch gar nicht schlecht. Also es geht auch in eine Richtung einmal gut weiter. Wir müssen schauen, dass wir es wirklich bis zu Ende durchziehen. Weil in Deutschland schafft man es ja bereits jetzt, durch das, dass wir bei uns so viel erneuerbare Energie produzieren, dass auch in den Nachbarländern ein Umdenken passiert. Und das ist ja notwendig, weil einmal ganz ehrlich, was haben wir denn eigentlich für Alternativen? Wenn wir beim konventionellen Energiesystem bleiben, die Kosten, die werden mindestens doppelt so hoch sein, wie die Kosten, die entstehen, wenn man auf die Erneuerbaren umsteigt. Und es ist auch eines wahr, das EEG ist nach wie vor das effizienteste und kostengünstigste Mittel, den Ausbau der erneuerbaren Energien zu fördern. Deshalb müssen wir das EEG behalten, und zwar in seinen Kernelementen. Wir brauchen diesen Motor der Energiewende noch. Es ist ja richtig, wir müssen immer wieder nachsteuern, aber die Grundprinzipien, die für den Erfolg des Gesetzes wichtig waren, die müssen wir beibehalten. Bloß als Beispiel, wir brauchen weiter den Vorrang der Erneuerbaren ins Stromnetz. Weil wenn wir das nicht machen, dann verstopft Kohle- und Atomstrom den Netzzugang und dann können wir mit unserem Sonnen- und Windstrom draußen bleiben. Also das muss bleiben. Und wir brauchen ein hohes Maß an Investitionssicherheit. Es ist ja jetzt im Gespräch, dass man rückwirkend die Einspeisevergütung senken will. Sowas macht jede Kalkulation zunichte und sowas verhindert auch den weiteren Ausbau der Erneuerbaren. Und das ist ja genau der Hintergedanke, den der Altmaier dabei hat. Wir müssen mal aufpassen, dass die Konzerne den Strompreis nicht beliebig erhöhen können. Zum Beispiel sollte das Kartellamt da einschreiten. Weil es kann doch nicht sein, dass sinkende Börsenpreise nicht an die Verbraucher weitergeben werden, sondern nur den Gewinn der Konzerne erhöhen. Das kann doch nicht sein. Ich habe ja vorher schon gesagt, wie viele Gewinne die erwarten. Das kommt auch davon. Beim Ausbau sind wir ja schon weiter als geplant. Doch es gibt noch große Hürden. So hinkt der Netzausbau hinterher. Wir brauchen mehr Speicher für Ökostrom und eine bessere Kooperation zwischen Bund und Ländern und in Europa. Anstatt diese Probleme anzugehen, wird nur von der EEG-Umlage geredet.
eine Alibi-Diskussion, um die Energiewende abzuwürgen. Das habe ich jetzt darunter gelesen, das Zitat, das ist nicht von mir, das ist von der Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Also es ist nicht so, dass das ein paar grüne Spinner sagen, sondern das ist wirklich auch in der Wirtschaft anerkannt, dass das eigentlich in diese Richtung weitergehen muss oder es wird total blockiert. Kurz und gut, die erneuerbaren Energien sind unverzichtbar zur Lösung zentraler Probleme, vor denen die Weltgesellschaft heute steht. Weltgesellschaft wohlgemerkt. Der Klimawandel, die Ressourcenverknappung und die Kriege um fossile Energien. Darum gibt es eigentlich keinen Weg an den erneuerbaren Energien vorbei. Und wir sollten uns auch darum kümmern, dass nicht das letzte Tröpfel Öl aus der Erde rausgepresst wird oder dass man durch Fracking das Grundwasser gefährdet. Das ist nämlich auch eine Riesensauerei, die da läuft. Lieber packt man mir die Energiewende richtig an. Und wenn die Bundesregierung dazu nicht in der Lage ist, dann wollen wir uns halt eine neue. Jawohl! Dankeschön. Bis zum nächsten Familientreffen.